Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Nachdem unsere beiden Kanäle Hörspiele und Hörbücher Black Edition bzw. Blue Edition mittlerweile viele Fans gefunden haben, können wir euch mitteilen, dass es nun zwei weitere Editionen bzw. Kanäle gibt. Dies wären Hörspiele und Hörbücher Red Edition und die ebenfalls neue Green Edition. In diesen werdet ihr einen Genremix von Stücken finden, welche bisher in der Black Edition, deren Fokus auf Thrillern und Krimis liegt, und in der Blue Edition, wo fantasievolle Sci-Fi-Geschichten zu finden sind, leider keinen Platz gefunden haben. Wir würden uns freuen, wenn wir auch mit diesen beiden neuen Kanälen euren Geschmack treffen. Die Links zu unseren nun insgesamt vier Kanälen findet ihr im ersten angepinnten Kommentar. Nun aber genug der Vorrede und weiter mit dem nächsten Stück. Wir wünschen gute Unterhaltung. Meine Damen und Herren, über die Entdeckung der Wannsee-Protokolle äußerte sich 1982 Professor Dr. Robert Kempner, Anklagevertreter der Vereinigten Staaten von Amerika beim Nürnberger Prozess. Während des Wilhelmstraßenprozesses, das war in den Jahren 47 und 48, ich war in Nürnberg Hauptankläger in dem Prozess. Da hatten wir in dem beginnenden amerikanischen Dokumentenzentrum in Berlin eine Anzahl wissenschaftlicher Mitarbeiterinnen, die guckten dort für Dokumente, die Beweismittel für die Anklage gegen die Staatssekretäre und Minister werden würden, die im Prozess angeklagt werden sollen. Das waren mehrere Minister, der Reichsminister Lammers, der Daré, der Landwirtschaftsmann, und die Staatssekretäre von Weizsäcker, Stehengracht, Bohle, Kepler und noch andere, Stuckart. Und das Material wurde zusammengesucht. In sehr interessanter Weise hatte man ja in Deutschland alles aufgehoben. Nur die Gestapo war ein bisschen schlauer gewesen. Die hatte Verschiedenes verbrannt. Ich bekam einen Anruf von einer meiner Mitarbeiterinnen. Wir haben eine Akte gefunden. Nicht eine Einzelakte, sondern mehrere Folder, Ordner, wie wir sagen würden. Sönniken- oder Leitz-Ordner. Und da stand drauf, Entlösung der Judenfrage. Also ich sagte telefonisch, na nun mal her damit, was ist denn da drin? Ja, da sind hochinteressante Sachen drin. Wir werden schicken. Ich sage, nein, nichts schicken. Heute noch am Flugzeug mir das herbringen. Ich bekam 3, 4, 5 solche Folder, solche Ordner und gehe die durch. Da fängt an, Entlösung der Judenfrage. Da war erst ein Dokument aus dem Jahre 39 drin. Das handelte noch von der Auswanderung, dass man die Leute rausgehen lassen sollte, ohne Geld, damit sie Trouble im Ausland machen. Ich blättere weiter und da steht plötzlich Konferenz am Großen Wannsee in Berlin. Das war damals ein Gestapo-Zentrum für die internationale Zusammenarbeit der entsprechenden Gruppen. Protokoll über die Entlösung der Judenfrage. Ich staunte meinen Augen kaum, als ich das durchlas. Das war im Jahre 1947, im Herbst. Wie gesagt, ich staunte meinen Augen kaum, denn plötzlich sah ich,
das, worüber gemunkelt wurde, worüber Gerüchte da waren, wo Teildokumente da waren, das ist die Sache. Jetzt haben wir es endlich von A bis Z schriftlich gedruckt. Was war das für ein Dokument? Das waren 1,5 Dutzend Seiten. Es war ein Protokoll, das vom Eichmann über eine Sitzung, die am 20. Januar 1942 stattgefunden hatte, also vor ungefähr genau bald vor 40 Jahren, das hatte der Herr Eichmann in mehreren Exemplaren angefertigt für die Leute, die an der Sitzung teilgenommen hatten. Hat er übersandt? Ich habe das hier in Faksimile noch. Hat er übersandt mit einem Anschreiben? Das war das so und so vielte Exemplar. Dieses Dokument spielte nachher im Wilhelmstraßenprozess eine große Rolle. Und um eins gleich vorwegzunehmen, die Echtheit ist selbstverständlich von niemand angezweifelt worden, auch nicht von der Verteidigung. Und das Gericht hat es als Dokument, ich glaube, es hat die Nummer 2586, eingeführt. Was war das? Es begann mit einer Liste der Personen, die teilgenommen hatten. Die ganze Sache hatte unter der Ägide von Heydrich und als Protokollführer Eichmann stattgefunden. Die hatte die Sitzung vorbereitet. Sie war notwendig geworden, weil die Raubmorde an den Juden, der Beginn der Endlösung, schon lief zu dieser 242 einzelne Aktionen, die in Russland hinter der Rauchwolke des Krieges schon am 13. März 1941 vor dem Überfall auf Russland eingeleitet worden waren, sogenannte Einsatzgruppen. Andere Einzelaktionen war die Deportierung der Juden aus Deutschland, die schon in Berlin am 17. oder 18. Oktober 1941 stattgefunden hatte. Nun, ich habe über die Deportierung dieser 35.000 Berliner Juden, die Berliner Endlösung in einem Prozess als Nebenkläger, damit hatte ich zu tun und berichtet. Dann kam plötzlich der Überfall auf Pearl Harbor und in diesem Augenblick musste die Endlösungskonferenz, die schon für Dezember vorgesehen haben, eine Weile ausgesetzt werden und sie verstand im Januar. Aus der Einladung des SS-Obergruppenführers Heydrich, Chef der Sicherheitspolizei. Ich lade Sie daher zu einer solchen Besprechung mit anschließendem Frühstück zum 20. Januar 1942 um 12 Uhr ein. Die Gäste. Staatssekretär Dr. Stuckart, Reichsministerium des Inneren. Staatssekretär Neumann, Beauftragter für den Vierjahresplan. Reichsamtsleiter Dr. Leitbrandt, Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete. SS-Oberführer Klopfer, Parteikanzlei. Zu den insgesamt 14 Leuten, die die Einladung erhalten hatten, gehörten weiterhin Gauleiter Dr. Meyer vom Reichsministerium für die besetzten Ostgebiete, ein Staatssekretär aus dem Reichsjustizministerium, Dr. Freisler, der später berüchtigte Vorsitzende des Volksgerichtshofs, und Dr. Bühler aus dem Amt des Generalgouverneurs Dr. Frank. Vom Auswärtigen Amt kam unter Staatssekretär Luther, aus der Reichskanzlei erschien Ministerialdirektor Kritzinger. Weiterhin die unmittelbaren Untergebenen von Heydrich. SS-Gruppenführer Hofmann, Rasse- und Siedlungshauptamt. SS-Gruppenführer Müller, Reichssicherheitshauptamt. SS-Obersturmbannführer Eichmann, Reichssicherheitshauptamt.
Von der Sicherheitspolizei und dem SD waren anwesend SS-Oberführer Dr. Schöngard, Befehlshaber der Sicherheitspolizei und des SD im Generalgouvernement, und Dr. Lange, SS-Sturmbannführer, Kommandeur der Sicherheitspolizei und des SD für den Generalbezirk Lettland, sowie als Vertreter des Befehlshabers der Sicherheitspolizei und des SD für das Reichskommissariat Ostland. Meine Herren, im Zusammenhang mit dieser Sitzung bringe ich Ihnen das Schreiben des Reichsmarschalls des Großdeutschen Reiches, des Beauftragten für den Vierjahresplan und des Vorsitzenden des Ministerrates für die Reichsverteidigung, Göring, vom 31.07.1941 zur Kenntnis. Gerichtet an den Chef der Sicherheitspolizei und des SD, SS-Gruppenführer Heydrich, Berlin. In Ergänzung der Ihnen bereits mit Erlass vom 24.01.1939 übertragenen Aufgabe, die Judenfrage in Form der Auswanderung oder Evakuierung einer den Zeitverhältnissen entsprechend möglichst günstigen Lösung zuzuführen, beauftrage ich Sie hiermit, alle erforderlichen Vorbereitungen in organisatorischer, sachlicher und materieller Hinsicht zu treffen für eine Gesamtlösung der Judenfrage im deutschen Einflussgebiet in Europa. Sofern hierbei die Zuständigkeiten anderer Zentralinstanzen berührt werden, sind diese zu beteiligen. Ich beauftrage Sie weiter, mir in Bälde einen Gesamtentwurf über die organisatorischen, sachlichen und materiellen Vorausmaßnahmen zur Durchführung der angestrebten Endlösung der Judenfrage vorzulegen. Göring. Um über die grundsätzlichen Fragen Klarheit zu schaffen und dem Wunsche des Reichsmarschalls zu entsprechen, wurde diese Besprechung einberufen. Auf Anordnung des Reichsmarschalls wurde im Januar 1939, also vor genau 3 Jahren, die Reichszentrale für jüdische Auswanderung errichtet. Das Aufgabenziel war, auf legale Weise den deutschen Lebensraum von Juden zu säubern. Über die Nachteile, die eine solche Auswanderungsforcierung mit sich brachte, waren sich alle Stellen im Klaren. Sie mussten jedoch angesichts des Fehlens anderer Lösungsmöglichkeiten vorerst in Kauf genommen werden. Inzwischen hat der Reichsführer SS und Chef der deutschen Polizei im Hinblick auf die Gefahren einer Auswanderung im Kriege und im Hinblick auf die Möglichkeiten des Ostens die Auswanderung von Juden verboten. Anstelle der Auswanderung ist nunmehr als weitere Lösungsmöglichkeit nach entsprechender vorhergehender Genehmigung durch den Führer die Evakuierung der Juden nach dem Osten getreten. Diese Aktionen sind jedoch lediglich als Ausweichmöglichkeiten anzusprechen. Doch werden hier bereits jene praktischen Erfahrungen gesammelt, die im Hinblick auf die kommende Endlösung der Judenfrage von wichtiger Bedeutung sind. 1947, also nur 5 Jahre später, werden die Konferenzteilnehmer, die an der Organisierung des verwalteten Mordes mitgewirkt haben, in dem Vorverfahren zum Wilhelmstraßenprozess von dem damaligen Hauptankläger Dr. Kempner vernommen. Hier die erste Verhörsszene mit Dr. Georg Leibbrandt, Ministerialdirektor und Leiter der Hauptabteilung Politik in Alfred Rosenbergs Ministerium für die besetzten Ostgebiete. Was war die Endlösung der Judenfrage? Wie hat man sich das vorgestellt? Nicht Sie persönlich, sondern die offizielle Lösung. Sie hat Ausdruck gefunden in der Tätigkeit der Sonderkommandos. Also auf Deutsch. Das, was ich als Wahnsinnspolitik bezeichnet habe. Wann haben Sie das erste Mal gehört, außerhalb der Berichte der Einsatzkommandos, dass die Endlösung der Judenfrage ein großer Plan war? Dass es ein großer Plan war, das habe ich nicht gewusst. Haben Sie selber mit dem Reichssicherheitshauptamt verhandelt? Mit dem Reichssicherheitshauptamt überhaupt nicht. Waren Sie zu dienstlichen Besprechungen? Ja. Erinnern Sie sich daran? Nein. Waren Sie mal am Wannsee? Da hatte das Reichssicherheitshauptamt eine Sitzung. Ja, da war mal eine Besprechung, ein Mittagessen. Heydrich hatte wohl dazu eingeladen, soviel ich weiß. Heydrich hatte Sie zu einem Mittagessen eingeladen? In welcher Form das war und wer eingeladen hat, daran erinnere ich mich nicht mehr. Was wurde da besprochen? Meines Wissens alles Mögliche. Zum Beispiel? Über den Kampf im Osten wurde gesprochen. Was hatte Heydrich damit zu tun? Wer war denn noch da? Hatte das auch mit Juden zu tun? Das ist wohl auch zur Debatte gekommen. Sie haben an einer entscheidenden Sitzung über die Endlösung der Judenfrage teilgenommen?
Das Protokoll habe ich. Über die Endlösung der Judenfrage? Ja. Lesen Sie aus diesem Dokument vom 20. Januar 1942 die zweite Zeile. Was steht da? Mein Name. Das war eine der üblichen Besprechungen. Ohne genau zu wissen, was da los ist, wird dann einfach ein Protokoll aufgesetzt. Der Plan ist koordiniert worden, was jedes Ministerium zu tun hat. Ausgeschlossen. Läuft Ihnen nicht noch ein kalter Schauer herunter, wenn Sie an die Sitzung denken? Waren Sie damals erschüttert oder nicht? Das kann man wohl sagen. Haben Sie der Erschütterung jemand anders gegenüber zum Ausdruck gebracht? Im Zuge dieser Endlösung der europäischen Judenfrage, meine Herren, kommen rund 11 Millionen Juden in Betracht, die sich wie folgt auf die einzelnen Länder verteilen. Altreich 131.800, Ostmark 43.700, Ostgebiete 420.000, Generalgouvernement 2.284.000, Bialystok 400.000, Protektorat Böhmen und Mähren 74.200, Estland judenfrei. Lettland 3.500, Litauen 34.000, Belgien 43.000, Dänemark 5.600, Frankreich besetzte Gebiete 165.000, unbesetzte Gebiete 700.000, Griechenland 69.600, Niederlande 160.800, Norwegen 1.300, Bulgarien 48.000, England 330.000, Finnland 2.300, Irland 4.000, Italien einschließlich Sardinien 58.000, Albanien 200, Kroatien 40.000, Portugal 3.000, Rumänien einschließlich Bessarabien 342.000, Schweden 8.000, Schweiz 18.000, Serbien 10.000, Slowakei 88.000, Spanien 6.000, Türkei europäischer Teil 55.500, Ungarn 742.800, UdSSR 5 Millionen. Zusammen, meine Herren, über 11 Millionen Juden. Bei den angegebenen Judenzahlen der verschiedenen ausländischen Staaten handelt es sich jedoch nur um Glaubensjuden, da die Begriffsbestimmungen der Juden nach rassischen Grundsätzen teilweise dort fehlen. Unter entsprechender Leitung sollen nun im Zuge der Endlösung die Juden in geeigneter Weise im Osten zum Arbeitseinsatz kommen. In großen Arbeitskolonnen unter Trennung der Geschlechter werden die arbeitsfähigen Juden straßenbauend in dieses Gebiet geführt, wobei zweifellos ein Großteil durch natürliche Verminderung ausfallen wird. Der allfällig endlich verbleibende Restbestand wird, da es sich bei diesem zweifellos um den widerstandsfähigsten Teil handelt, entsprechend behandelt werden müssen, da dieser eine natürliche Auslese darstellend bei Freilassung als Keimzelle eines neuen jüdischen Aufbaus anzusprechen ist. Schmi Rosenberg Eliau, nalalati be Polin, Warschau. Mein Name ist Eliau Rosenberg. Ich wurde 1921 in Warschau in Polen geboren. Mein Vater hatte eine Fabrik, in der Spiegel hergestellt wurden. Bis zum Ausbruch des Krieges war ich in der Ausbildung. 1939, als der Krieg ausbrach, hörte ich damit auf. Auch mein Vater hörte auf zu arbeiten. Das war im Jahre 1940. Mein Vater ging eines Morgens aus dem Haus, um Milch zu holen. Direkt vor unserem Haus wurde er von einem deutschen Nazi erschossen. Bis 1942 lebte ich mit meiner Familie in einem Ghetto. Die ganze Zeit haben wir uns an verschiedenen Stellen versteckt. Ich, meine Mutter und meine drei Schwestern. Wir haben die ganze Zeit in Kellern, auf Dächern verbracht, um nicht in die Hände der Nazis zu fallen. Obgleich wir nicht wussten, wo man die Juden hinbrachte. Es gab da verschiedene Gerüchte.
Zum Beispiel, dass sie in Lagern arbeiten mussten. Gesunde Menschen brauchten keine Angst zu haben. Sie können arbeiten und werden zu essen bekommen. Im Zuge der praktischen Durchführung der Endlösung, meine Herren, wird Europa von Westen nach Osten durchgekämmt. Das Reichsgebiet, einschließlich Böhmen und Mähren, wird allein schon aus Gründen der Wohnungsfrage und sonstigen sozialpolitischen Notwendigkeiten vorweggenommen werden müssen. Die evakuierten Juden werden zunächst Zug um Zug in sogenannte Durchgangsghettos verbracht, um von dort aus weiter nach dem Osten transportiert zu werden. Es ist beabsichtigt, Juden im Alter von 65 Jahren nicht zu evakuieren, sondern sie in ein Altersghetto, vorgesehenes Theresienstadt, zu überstellen. Neben diesen Altersklassen, von den am 31.10.1941 sich im Altreich und in der Ostmark befindlichen etwa 280.000 Juden, sind etwa 30% über 65 Jahre alt, finden in dem jüdischen Altersghetto weiterhin die schwer kriegsbeschädigten Juden mit Kriegsauszeichnungen EK1 Aufnahme. Mit dieser zweckmäßigen Lösung werden mit einem Schlag die vielen Interventionen ausgeschaltet. Der Beginn der einzelnen größeren Evakuierungsaktionen wird weitgehend von der militärischen Entwicklung abhängig sein. Bezüglich der Behandlung der Endlösung in den von uns besetzten und beeinflussten europäischen Gebieten wurde vorgeschlagen, dass die in Betracht kommenden Sachbearbeiter des Auswärtigen Amtes sich mit dem zuständigen Referenten der Sicherheitspolizei und des SD besprechen. Die zweite Verhörszene. Der Konferenzteilnehmer Gerhard Klopfer, zuletzt SS-Oberführer und Staatssekretär in der Parteikanzlei von Martin Bormann, wird am 23. April 1947 vernommen. Wann ist Ihnen dieses ganze Judenausrottungsprogramm bekannt geworden? Von der Judenausrottung bin ich während meiner Tätigkeit nicht unterrichtet worden, sondern ich habe hierüber mal gerüchteweise davon gehört und ich bin auch von Bormann beschwichtigt worden. Kennen Sie irgendwelche Vorgänge aus Ihrem Betrieb zur Endlösung der Judenfrage? Das ist mir nicht bekannt. Was hat man sich unter Endlösung der Judenfrage vorgestellt? Ich kenne diesen Ausdruck aus einem Bericht, den Heydrich an Bormann gab, in dem über eine Auswanderung, sei es freiwillig oder unter stärkerem Einfluss des Staates, die Rede gewesen ist. Warum hatten Sie Angst, mir mitzuteilen, dass Sie an der Staatssekretärskonferenz in Wannsee teilgenommen haben? Was ich davon weiß, habe ich gesagt. Sie haben alles gehört. Heydrich hat es doch erzählt. Es war nicht von Ausrottung die Rede. Wovon war die Rede? Von Aussiedlung. Sie wussten, was Aussiedlung hieß? Sie wissen, dass in der Besprechung gesagt wurde, die Juden kommen nach Polen, die schwächlich sind, werden auf alle Fälle umkommen, die Schwachen werden schließlich auch zu Tode kommen? Das weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich bis zum Schluss dort war. Wenn Heydrich Vortrag hält, geht man nicht vorher weg. Sie wussten, dass die Leute dort umkommen. Was mit ihnen geschieht? Vor Rosh Hashanah wurden auf Befehl des Gauleiters alle Juden an einer bestimmten Stelle im Ghetto zusammengetrieben, um sie später woanders hinzubringen. Meine Mutter sagte, sie hat keine Kräfte mehr, sich zu verstecken. Und was mit den anderen geschieht, wird auch mit uns geschehen. Eines Morgens hörten wir die Deutschen vor dem Hause schreien, alles raus. Sie rannten mit Hunden herum und schossen auf Menschen. Meine Mutter hatte sehr große Angst. Wir wurden an einen Umschlagplatz gebracht. Es war genau der Abend vor Rosh Hashanah 1942. Wo wir hinfuhren, das wusste keiner. Als wir ankamen, waren schon viele Menschen da. Die Eisenbahnwaggons waren noch nicht da.
Wir mussten bis zum Abend warten. Am Abend mussten wir uns anstellen und jeder bekam Brot und ein Paket Honig. Wir wurden in die Waggons geschoben, die dann von außen verschlossen wurden. Es waren ungefähr 100 Menschen drin. Wir fuhren die ganze Nacht. Im Zuge der Endlösungsvorhaben sollen die Nürnberger Gesetze gewissermaßen die Grundlage bilden. Wobei Voraussetzung für die restlose Bereinigung des Problems auch die Lösung der Mischehen und Mischlingsfragen ist. Es geht dabei zunächst um die Behandlung der Mischlinge ersten Grades, die im Hinblick auf die Endlösung der Judenfrage den Juden gleichgestellt sind. Von dieser Behandlung sind ausgenommen A. Mischlinge ersten Grades verheiratet mit Deutschblütigen, aus deren Ehe Kinder, Mischlinge zweiten Grades, hervorgegangen sind. Diese Mischlinge zweiten Grades sind im Wesentlichen den Deutschen gleichgestellt. B. Mischlinge ersten Grades, für die von den höchsten Instanzen der Partei und des Staates bisher auf irgendwelchen Lebensgebieten Ausnahmegenehmigungen erteilt worden sind. Jeder Einzelfall muss überprüft werden, meine Herren, wobei nicht ausgeschlossen wird, dass die Entscheidung nochmals zu Ungunsten des Mischlings ausfällt. Voraussetzung einer Ausnahmebewilligung müssen stets grundsätzliche Verdienste des infragestehenden Mischlings selbst sein, nicht Verdienste des deutschblütigen Eltern- oder Eheteiles. Der von der Evakuierung auszunehmende Mischling ersten Grades wird, um jede Nachkommenschaft zu verhindern und das Mischlingsproblem endgültig zu bereinigen, sterilisiert. Die Sterilisierung erfolgt freiwillig. Sie ist aber Voraussetzung des Verbleibens im Reich. Der sterilisierte Mischling ist in der Folgezeit von allen einengenden Bestimmungen, denen er bislang unterworfen ist, befreit. Punkt 2. Behandlung der Mischlinge zweiten Grades. Die Mischlinge zweiten Grades werden grundsätzlich den Deutschblütigen zugeschlagen, mit Ausnahme folgender Fälle, in denen die Mischlinge zweiten Grades den Juden gleichgestellt werden. A. Herkunft des Mischlings zweiten Grades aus einer Bastardehe, beide Teile Mischlinge. B. Rassisch besonders ungünstiges Erscheinungsbild des Mischlings zweiten Grades, das ihn schon äußerlich zu den Juden rechnet. C. Besonders schlechte polizeiliche und politische Beurteilung des Mischlings zweiten Grades, die erkennen lässt, dass er sich wie ein Jude fühlt und benimmt. Auch in diesen Fällen sollen aber dann Ausnahmen gemacht werden, wenn der Mischling zweiten Grades deutschblütig verheiratet ist. Punkt 3. Ehen zwischen Volljuden und Deutschblütigen. Von Einzelfall zu Einzelfall muss hier entschieden werden, ob der jüdische Teil evakuiert wird oder ob er unter Berücksichtigung auf die Auswirkungen einer solchen Maßnahme auf die deutschen Verwandten dieser Mischehe einem Altersghetto überstellt wird. Punkt 4. Ehen zwischen Mischlingen ersten Grades und Deutschblütigen. A. Ohne Kinder. Sind aus der Ehe keine Kinder hervorgegangen, wird der Mischling ersten Grades evakuiert bzw. einem Altersghetto überstellt. Gleiche Behandlung wie bei Ehen zwischen Volljuden und Deutschblütigen. Punkt 3. B. Mit Kindern. Sind Kinder aus der Ehe hervorgegangen, Mischlinge zweiten Grades, werden sie, wenn sie den Juden gleichgestellt werden, zusammen mit dem Mischling ersten Grades evakuiert bzw. einem Ghetto überstellt. Soweit diese Kinder Deutschen gleichgestellt werden, Regelfälle, sind sie von der Evakuierung auszunehmen und damit auch der Mischling ersten Grades. Am anderen Morgen hielten wir in einem freien Feld. Durch das geschlossene Fenster mit den Gitterstäben sah ich Ukrainer stehen, die Zeichen machten, als ob wir in den Tod fuhren. Und trotzdem wussten wir nicht, wohin wir gingen.
Aus 5 oder mehr Eisenbahnwaggons ließen sie dann langsam Leute herunter. Ich weiß nicht mehr. Und dann fuhren wir in eine ganz andere Richtung. Als wir dann an einem bestimmten Platz ankamen, öffneten sich sofort die Türen und man schrie: Männer rechts, Frauen links. Männer rechts, Frauen links. Die letzten Worte meiner Mutter waren: Wo wir auch hinkommen werden, schreib einen Brief an Kowalski. Das ist ein polnischer Bekannter von uns in Warschau. Und schreib, wo du bist. Und ich werde schreiben, wo ich bin. Und wenn die Zeit gekommen ist, werden wir uns wiederfinden. Seit damals habe ich meine Mutter und meine drei Schwestern nicht mehr gesehen. Vor dem Internationalen Militärgerichtshof in Nürnberg äußerte sich der Konferenzteilnehmer und ehemalige Staatssekretär Dr. Stuckart über seine Person. Ich, Wilhelm Stuckart, schwöre, sage aus und erkläre wie folgt. Ich bin am 16. November 1902 in Wiesbaden geboren. Ich bin reichsdeutscher Nationalität und protestantischer Religion. Ich besuchte die Mittelschule in Wiesbaden, Luisenstraße, von 1909 bis 1913 und das staatliche Realgymnasium in Wiesbaden von 1913 bis 1922 und habe das Abitur Ostern 1922 abgelegt. Ich studierte die Rechtswissenschaft und Volkswirtschaft an der Universität München von 1922 bis 1923 und Frankfurt am Main von 1923 bis 1926. 1927 wurde ich in Frankfurt zum Doktor der Rechte promoviert. Im Jahre 1926 legte ich das Gerichtsreferendarexamen ab, 1930 das Gerichtsassessorexamen. 1933 war ich kommissarischer Bürgermeister in Stettin, sodann kommissarischer Ministerialdirektor in Berlin im preußischen Kultusministerium. 1933 bis 1934 war ich Staatssekretär im preußischen Kultusministerium in Berlin. 1935 wurde ich Oberlandesgerichtspräsident in Darmstadt und war von Mitte 1935 bis 1938 Ministerialdirektor im Reichsministerium des Inneren, Abteilung 1, Verfassung und Verwaltung. Im September 1939 wurde ich Stabsleiter des Generalbevollmächtigten für die Reichsverwaltung. Am 4. Mai 1945 wurde ich bis zur Ernennung eines neuen Reichsministers als Staatssekretär mit der vertretungsweisen vorläufigen Wahrnehmung der Geschäfte des Reichsinnenministers beauftragt. Eine Betätigung war infolge der Besetzung praktisch nicht mehr möglich. Ich war nicht Mitglied des SD und der SA und war auch nicht im Chor der politischen Leiter. An Parteiorganisationen habe ich angehört, dem NS-Juristenbund, der korporativ Mitglied des Beamtenbundes war. An Parteiehrenzeichen wurden mir verliehen der Ehrendegen des Reichsführer SS, das goldene Parteiabzeichen und der SS-Totenkopfring. Punkt 5. Ehen zwischen Mischlingen ersten Grades und Mischlingen ersten Grades oder Juden. Bei diesen Ehen einschließlich der Kinder werden alle Teile wie Juden behandelt und daher evakuiert bzw. einem Altersghetto überstellt. Punkt 6. Ehen zwischen Mischlingen ersten Grades und Mischlingen zweiten Grades. Beide Eheteile werden ohne Rücksicht darauf, ob Kinder vorhanden sind oder nicht, evakuiert bzw. einem Altersghetto überstellt, da etwaige Kinder rassenmäßig in der Regel einen stärkeren jüdischen Bluteinschlag aufweisen als die jüdischen Mischlinge zweiten Grades. Ich stehe auf dem Standpunkt, dass von der Sterilisierung weitgehend Gebrauch gemacht werden muss. Zumal der Mischling vor die Wahl gestellt, ob er evakuiert oder sterilisiert werden soll, sich lieber der Sterilisierung unterziehen würde. Ich darf aber feststellen, dass die praktische Durchführung der eben mitgeteilten Lösungsmöglichkeiten zur Bereinigung der Mischehen und Mischlingsfragen in dieser Form eine unendliche Verwaltungsarbeit mit sich bringen würde. Um zum anderen auf alle Fälle auch den biologischen Tatsachen Rechnung zu tragen, schlage ich daher vor, zur Zwangssterilisierung zu schreiten. Zur Vereinfachung des Mischehenproblems müssten ferner Möglichkeiten überlegt werden mit dem Ziel, dass der Gesetzgeber etwa sagt, diese Ehen sind geschieden. Dritte Verhörszene. Dr. Robert Kempner mit Staatssekretär Stuckart, 1947. Was sagen Sie zu dem Vorgang,
über die Sterilisation von Halbjuden, die mal in ihren Händen waren. Erinnern Sie sich noch? Wenn ich mich also heute, die Frage ist mir völlig überraschend, recht entsinne, so ist ein solcher Vorschlag einmal, es handelt sich wohl um Folgendes, es muss wohl, ich kann das Jahr heute nicht mehr nennen, es war wohl zu einem Zeitpunkt, nachdem offenbar ein umfangreiches Abschieben von Juden aus dem Reich stattgefunden hatte. Zu welchem Zweck hatte die stattgefunden? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Sie wissen nicht, dass die Juden im Osten umgebracht wurden? Ja, heute. Haben Sie damals nichts gewusst? Damals habe ich das nicht gewusst. Erinnern Sie sich nicht an ein Gesetz zur Sterilisierung von Halbjuden? Eine Anzahl von Volljuden war doch nach dem Osten abgeschoben worden. Ja, es waren Volljuden nach dem Osten abgeschoben worden. Und nun unterbreitete Heydrich eine sogenannte angebliche Führerentscheidung, dass auch die Halbjudenfrage gelöst werden solle. Und zwar durch Abschiebung. Er verlangte, wenn ich mich recht entsinne, dass der Judenbegriff geändert werden sollte durch Einbeziehung der Halbjuden oder durch Sterilisierung. Als eine Art mildernde Maßnahme. Als mildere Maßnahme. Sterilisieren ist besser als ganz tot. Ist das die Idee? Ich habe nicht gewusst, was dahinter steht. Haben Sie an einer Staatssekretärsbesprechung über die Endlösung der Judenfrage teilgenommen? Es ist möglich, dass auch in einer Besprechung diese Vorschläge von Heydrich zunächst gekommen sind. Haben Sie an dieser persönlich teilgenommen? Ich habe da nicht teilgenommen. Ich weiß das heute nicht mehr mit Sicherheit. Hat die Besprechung in Wannsee stattgefunden? Ja, ich habe an einer solchen Besprechung teilgenommen. Sie haben früher gesagt, Sie wüssten nicht, was die Endlösung der Judenfrage heißt. Haben Sie es bei dieser Besprechung erfahren? Nein, ich glaube nicht, dass ich mich täusche. Dass von der Endlösung der Judenfrage in einem Sinne, wie er nunmehr in diesen Begriff hineingelegt wird, gesprochen worden ist. Heydrich hat in Ihrer Gegenwart klar erzählt, worum es sich handelt? Das ist völlig ausgeschlossen, sonst wüsste ich es. Herr Staatssekretär Neumann? Ich bin der Auffassung, dass die in kriegswichtigen Betrieben im Arbeitseinsatz stehenden Juden derzeit, solange noch kein Ersatz zur Verfügung steht, nicht evakuiert werden können. Nach den von mir bereits genehmigten Richtlinien würden diese Juden im Zug der derzeit laufenden Aktionen ohnehin nicht evakuiert. Das Generalgouvernement würde es begrüßen, wenn mit der Endlösung dieser Frage im Generalgouvernement begonnen würde, weil einmal hier das Transportproblem keine übergeordnete Rolle spielt und arbeitseinsatzmäßige Gründe den Lauf dieser Aktion nicht behindern würden. Juden müssten so schnell als möglich aus dem Gebiet des Generalgouvernements entfernt werden, weil gerade hier der Jude als Seuchenträger eine eminente Gefahr bedeutet und er zum anderen auch durch fortgesetzten Schleichhandel die wirtschaftliche Struktur des Landes dauernd in Unordnung bringt. Von den in Frage kommenden etwa 2,5 Millionen Juden ist überdies die Mehrzahl der Fälle arbeitsunfähig. Dann gäbe es jetzt nur noch ein Problem, die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten. Ich bitte um Ihren Standpunkt. SS-Gruppenführer Müller? Bereits vor einem Jahr hat der Oberführer Brack darüber berichtet, dass Beauftragte von ihm entsprechende Versuche gemacht hätten. Ich möchte diese Tatsache noch einmal in Erinnerung bringen. Eine Sterilisation, wie sie normalerweise bei Erbkrankheiten durchgeführt wird, kommt in diesem Fall nicht in Frage, da sie zu zeitraubend und zu kostspielig ist. Eine Röntgenkastration jedoch ist nicht nur relativ billig, sondern sie lässt sich bei vielen Tausenden in kürzester Zeit durchführen. Ich glaube, dass es im Augenblick auch schon unerheblich geworden ist, ob die Betroffenen da noch einige Wochen bzw. Monate an den Auswirkungen merken, dass sie kastriert sind. Sollte der Reichsführer sich im Interesse von Erhaltung von Arbeitsmaterial dazu entschließen, diesen Weg zu wählen, so ist Reichsleiter Buhler bereit, die für die Durchführung dieser Arbeit notwendigen Ärzte und sonstiges Personal zur Verfügung zu stellen.
Ich habe es immer für biologisch außerordentlich gefährlich gehalten, deutsches Blut einer gegnerischen Seite zuzuführen. Dieses Blut ist nur dazu geeignet, auf der anderen Seite Persönlichkeiten hervorzubringen, die ihre durch das deutsche Blut ererbten wertvollen Eigenschaften der anderen Seite gegen das deutsche Blut dienstbar machen könnten. Die erfahrungsgemäß gute Intelligenz und Erziehung in Verbindung mit ihrer germanischen Erbmasse machen die Halbjuden außerhalb des deutschen Volkes zu geborenen Führern, damit aber auch zu gefährlichen Feinden. Für das Protokoll darf ich dieses Ergebnis folgendermaßen formulieren. Abschließend wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen, wobei sowohl von Seiten des Gauleiters Dr. Meyer als auch seitens des Staatssekretärs Dr. Bühler der Standpunkt vertreten wurde, gewisse vorbereitende Arbeiten im Zuge der Endlösung gleich in den betreffenden Gebieten selbst durchzuführen, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse. Vierte Verhörsszene. Erich Neumann, ehemaliger Staatssekretär in Hermann Görings Behörde für den Vierjahresplan, ebenfalls ein Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz, wird am 23. April 1947 in Nürnberg eidlich von Dr. Kempner über die Konferenz vernommen. Es erscheint vorgeführt aus der Haft der frühere Staatssekretär Erich Neumann, geboren 31.05.1892, und erklärt auf die Frage, ob er bereit ist, wahre Angaben zu machen und dies zu beschwören. Jawohl. Sie schwören, dass Sie wahre Angaben machen und nichts verschweigen und nichts hinzusetzen werden? Tun Sie das? Ja, ich schwöre es. Haben Sie mit den Judenangelegenheiten einmal zu tun gehabt? Oder war das außerhalb Ihres Ressorts? Das war außerhalb meines Ressorts. Ist Ihnen bekannt, dass die Juden im Osten umgebracht worden sind? Das habe ich erst gehört. Wann ist Ihnen das zum ersten Mal bekannt geworden, dass ein solches Programm amtlich in Kraft gesetzt wird? Während meiner Gefangennahme. Amtlich haben Sie früher nichts davon gehört? Niemals. Ich meine, als Staatssekretär des Vierjahresplanes. Der Vierjahresplan als solcher hatte mit der Judenfrage nichts zu tun. Zur Vorbereitung dieser Dinge müssen doch Besprechungen stattgefunden haben. Das mag sein. Sind Sie vielleicht einmal eingeladen gewesen zu so einer Besprechung? Nein. Wer, glauben Sie, wurde eingeladen? Welches Ressort? Die politischen Ressorts. Ich nehme an, das Innenministerium, die Reichskanzlei. Wer noch? Das sind die beiden hauptsächlichen Ressorts. Soweit Wirtschaftsdinge in Frage kamen, wird das Wirtschaftsministerium zuständig gewesen sein. Ebenso für Arisierungen. Kannten Sie Himmler? Haben Sie an einer Besprechung mit ihm beigewohnt? Niemals. Kannten Sie Heydrich? Ja. Hatte er eine Besprechung mit Ihnen? Nein. Hatten Sie mit diesen Judendingen gar nichts zu tun? Nein, mit diesen nicht. Göring hatte nach dem Pogrom von 1938 den Auftrag gehabt, diese Sache zu bereinigen. Und hat Sitzungen abgehalten, von denen ich auch gehört habe. Haben Sie daran teilgenommen? Ich habe an einer Sitzung im Luftfahrtministerium teilgenommen. Wann? Nach den Novemberereignissen 1938. War das die berühmte Besprechung, bei der Stuckart war? Das kann ich nicht sagen. Es war eine Besprechung, wo Göring sagte, er habe den Auftrag, die Wiederholung solcher Dinge zu vermeiden. Wann haben Sie sich mit Himmler oder Heydrich unterhalten? Ich habe mich nie mit Ihnen unterhalten. Bei Empfängen hat man sich begrüßt und damit war es aus. Wohnten Sie in Dahlem am Botanischen Garten? In Lichterfelde. Kennen Sie den Wannsee? Natürlich. Erinnern Sie sich an die Straße am großen Wannsee? Ja. War das eine Dienststelle? Ich denke, das war die Wohnung von Funk. Was haben Sie unter der Endlösung der Judenfrage verstanden? Wir hatten damit dienstlich nichts zu tun. Außerdienstlich? Auch nicht. Ich habe allen Juden geholfen, die sich an mich wandten. 14 Namen. Glauben Sie, dass es sehr schwer wiegt, wenn jemand 14 Juden geholfen hat, aber an der Endlösung der Judenfrage mitgewirkt hat? Da ich sonst nichts tun konnte, habe ich für den einzelnen Juden das Möglichste getan. Ich kann nicht verstehen, dass Sie als Staatssekretär des Vierjahresplanes nichts von der Endlösung der Judenfrage wussten.
Das erklärt sich aus der Aufgabe des Vierjahresplanes. Wir hatten uns mit Wirtschaftssachen zu befassen, nicht mit politischen. Nun waren Sie im Gegensatz zu Ihren heutigen eidlichen Angaben am 20. Januar 1942 am großen Wannsee Nummer 56 bei der Besprechung über die Endlösung der Judenfrage, wo Ihnen erzählt wurde, dass die Juden langsam, aber sicher umgebracht wurden. Ganz sicher nicht. Sie haben nicht an der Sitzung am großen Wannsee teilgenommen, wo Heydrich sein Programm entwickelt hat? Nein. Unangenehm, dass Sie dabei waren. Wir haben es, schwarz auf weiß. Es war am 20. Januar 1942. Das verstehe ich nicht. Das kann ich mir gar nicht denken. Denn ich habe im Mai 1942 meinen letzten Dienst getan und ich bin dann ausgeschieden. Das war im Januar. Die Besprechung über die Judenfrage fand im Januar 1942 statt. Es hat keinen Zweck, sich herauszureden. Sie sind in dieser Geschichte drin. Es hieß damals, die Juden, die arbeiten können, sollen durch die Arbeit umkommen. Die anderen dann so. Das höre ich von Ihnen das erste Mal. Nachdem Sie es am 20. Januar 1942 durch Herrn Heydrich gehört haben. Nein, das habe ich nicht gehört. Sie haben übrigens in einer Villa gewohnt in Berlin-Dahlem, die von einem Juden enteignet war. Die haben Sie dann später behalten, nicht wahr? Nein, die hat 2 Jahre leer gestanden. Sie wussten doch, dass es ein enteignetes Judenhaus war. Das habe ich später erst gehört. Wenn Sie mir offen was zu sagen haben, dann unterhalten wir uns wieder. Sonst habe ich leider keine Zeit für Sie. Dankeschön. Schreiben Sie mir, wenn Sie mich sprechen wollen. Ich bin gerne bereit, über alles, was Sie mich fragen wollen, selbstverständlich Auskunft zu geben. Von einem Staatssekretär erwarte ich eine andere Art der Stellungnahme. Ein früherer preußischer Staatssekretär steht zu seinen Sachen. Wir lagen in den Baracken auf der Erde, nebeneinander und übereinander. Frühmorgens um 5 standen wir auf. Es wurde ein Appell abgehalten. Der Unterscharführer Matthias tauchte auf und rief: 30 Leute freiwillig für leichte Arbeit. Aus Angst ging ich raus und stellte mich zu den Leuten, die neben ihm standen. Nachdem 30 Leute zusammen waren, führte er uns in Lager Nummer 2. Ich wusste, das ist das Ende, weil dort die Gaskammern waren. Die Männer aus Lager 1 hatten es mir erzählt. Wir näherten uns einem Tor, das getarnt war. Das Tor öffnete sich und ich sah vor mir Berge von Leichen vor den Gaskammern. Der Deutsche, der neben der Gaskammer stand, fing an zu schreien: an die Tragen. Wir wussten nicht, was Tragen heißt. Wir fingen an, herumzurennen. Aber die jüdischen Männer, die schon mit den Leichen gearbeitet hatten, sagten: schnappt euch eine Trage. Ich lief mit noch einem Mann und wir nahmen uns eine Trage und fingen an, die Leichen, die neben den Gaskammern lagen, zu einer riesigen Grube zu tragen. Es ist schwer, den Anblick zu beschreiben. Ich glaubte, ich bin in der Hölle. Vielleicht lebte ich nicht mehr. Und trotzdem, durch die Schläge fasste ich eine Leiche an. Selbstverständlich hatte ich Angst. Nach 1-2 Schlägen von einem Ukrainer wachte ich auf, nahm eine Leiche, packte sie auf die Trage und fing an zu laufen mit vielen anderen der Grube zu. Neben der Grube stand wieder ein Deutscher. Er achtete darauf, dass die Leichen schön ordentlich in die Grube fielen. Am Abend gingen wir zurück in die Baracke. Wir weinten. Und ich kann mich sehr gut erinnern. Die Männer sagten Kaddisch für ihre Verwandten. Und ich sagte auch Kaddisch. Jetzt wusste ich, wo ich mich befand. Fortsetzung der Verhörsszene mit dem ehemaligen Staatssekretär Neumann.
Warum haben Sie neulich die Unwahrheit gesagt? Wie meinen Sie? Ich habe nicht die Unwahrheit gesagt. Sie haben mich mit der Frage überrascht. Sie wussten doch über die ganze Endlösung der Judenfrage Bescheid. Ihr Name ist ja im Protokoll vom Jahre 1942. Das mag sein. Ich bin ja kurz danach ausgeschieden. Sie waren aber bei der entscheidenden Besprechung über die Endlösung der Judenfrage und haben es verneint. Sie haben gesagt, Sie wissen von dem allem nichts. Das war die Unwahrheit. Ich kann Ihnen nicht helfen, wenn Sie die Unwahrheit unter Eid sagen. Wissen Sie von der Endlösung der Judenfrage oder nicht? Nein. Immer noch nicht. Wenn Sie nicht wissen, was die Endlösung der Judenfrage ist, wenn Sie an der Sitzung mit Heydrich teilgenommen haben, dann kann ich Ihnen nicht helfen. Ich weiß es jetzt. Das haben Sie schon früher gewusst. Sie haben an vielen entscheidenden Sitzungen zur Vorbereitung des Krieges teilgenommen. Ich kann nur sagen... Wenn Sie angeklagt werden, kann man Ihnen beweisen, was in den Dokumenten steht. Sie waren in Wannsee. Wir können es Ihnen in der Hauptverhandlung zeigen. Was ich weiß, habe ich Ihnen alles schon gesagt. Wo sind Ihre Kinder? Mein Sohn studiert in Erlangen Musik- und Kunstgeschichte. Ich bedauere, dass Sie mich für einen Lügner halten. Wir sind keine Gestapo. Und Sie können natürlich Ihren Sohn sehen. Ich kann Sie verstehen. Aber die Urkunden werden Ihnen in der Verhandlung vorgelegt. Wenn jemand sagt, er weiß nicht, was die Endlösung der Judenfrage ist, ist das nicht zu verstehen. Der Ausdruck ist in der Sitzung gebracht worden. Die einen arbeiten wir zu Tode und die anderen bringen wir um. Das ist in der Sitzung gesagt worden. Ihre Teilnahme war nicht privat, sondern als Vertreter Ihrer Behörde. Sie wissen doch, Dr. Kempner, wer zuständig für die Judenfrage war. Und dass das nicht der Vierjahresplan war. Wir verlassen uns auf die Akten des Auswärtigen Amtes und der Gestapo. Ich kann nur sagen, dass ich gerade in der Judenfrage ein reines Gewissen habe. אחרי תקופה קצרה ביותר, באחד המסדרים, kurze Zeit später, es war bei einem Appell, da wurde ich zu einem Scharführer oder so etwas Ähnlichem gerufen. Und er befahl mir, mit zu einer sogenannten Rampe zu gehen. Die Rampe war dort, wo die Leute arbeiten, die die Leichen aus den Gaskammern herausnahmen. Zu der Zeit gab es in Treblinka drei Gaskammern. In jede Kammer gingen ca. 400 Menschen hinein. Es war ein Raum von 5x5 Metern, vollkommen dicht abgeschlossen. An der Decke war eine Dusche, so ähnlich wie eine Dusche. Aus der Seitenwand kam ein Rohr heraus. Aus diesem Rohr kam Gas. Es war kein Cyankali-Gas. Es war ganz einfach. Neben den Gaskammern war ein Motor, ein Dieselmotor. Diesen Motor betrieb ein Ukrainer mit dem Namen Ivan und ein anderer Ukrainer mit dem Namen Nikolai. Wenn die Transporte ankamen, kamen sie zuerst in Lager 1, wo sie sich auszogen. Und dann kamen sie durch die Himmelstraße. Das war ein schmaler Weg, der von beiden Seiten durch gut getarnten Stacheldraht eingezäunt war. Den ganzen Weg entlang standen Deutsche und Ukrainer. Mit Prügeln und Geschrei trieben sie die nackten Menschen in die Gaskammern. Neben diesen Gaskammern standen immer zwei Ukrainer, die die Menschen in die Gaskammern schoben. Frauen, Kinder und alte Leute. Und sie schlugen sie, damit sie schneller hineingingen. Wenn die Kammern voll waren, wurden sie von den Ukrainern geschlossen und Ivan setzte den Motor in Gang. Stand auf der anderen Seite der Rampe.
und hörte die Schreie der Menschen und das Geweine der Kinder. Vater, Mutter, ich hörte, wie die Menschen riefen, Schma Israel. Nach einer Zeit von 20 Minuten war es drinnen still. Und nach einer halben Stunde, nachdem sie hineingetrieben waren, waren alle tot. Dann schrien die Deutschen, aufmachen. Und wir, die auf der anderen Seite standen, öffneten die große Tür und sahen, dass die Menschen sich ineinander verkrallt haben. Und manchmal sahen wir einen großen Mann, der über alle Köpfe hinwegguckte. Das war eine große Qual. 30 Minuten quälten sich die Menschen. Wir fingen an, sie herauszutragen aus den Gaskammern und warfen sie auf die Erde. Einzelne stöhnten noch, wie ein letztes Aufatmen. Ich sagte schon, es war kein Cyankaligas. Es war das Auspuffgas von einem Dieselmotor. Menschen und Freunde, Leidensgenossen von mir, sie nahmen die Leichen, wie ich es vorher gemacht hatte. Und sie trugen sie in die großen Gräber. Fünfte Verhörsszene. Adolf Eichmann, ehemals SS-Obersturmbannführer und Leiter des Judenreferates des Reichssicherheitshauptamtes, wird 1961 vor dem Jerusalemer Gerichtshof unter Vorsitz von Moshe Landau verhört. Jetzt wegen des Wannsee-Protokolls. Sie haben meinem Kollegen Richter Rawe geantwortet, dass in dem Teil, der nicht im Protokoll erwähnt ist, über Tötungsmethoden gesprochen worden ist. Jawohl. Wer hat über dieses Thema gesprochen? Im Einzelnen ist mir heute diese Sache nicht mehr gegenwärtig, Herr Präsident. Aber ich weiß, dass die Herren beisammengestanden und beisammengesessen sind. Und da haben sie eben in sehr unverblümten Worten, wie ich sie ins Protokoll geben musste, die Sache genannt, ohne sie zu kleiden. Ich könnte mich dessen auch bestimmt nicht mehr erinnern, wenn ich nicht wüsste, dass ich mir damals gesagt hätte, schau, der Stuckart, den man sonst als einen sehr genauen und sehr heiklen Gesetzesonkel betrachtete. Und da hier war es eben der Ton. Und die ganzen Formulierungen waren hier sehr unparagraphenmäßig gewesen. Und das Einzige möchte ich sagen, dass mir noch effektiv dieser halb im Gedächtnis haften geblieben ist. Was hat er über dieses Thema gesagt? Im Einzelnen, Herr Präsident, möchte ich... Nicht im Einzelnen, im Allgemeinen. Es wurde von Töten und Eliminieren und Vernichten gesprochen. Ich selber hatte ja meine Vorbereitungen zu machen für die Protokollangelegenheit. Ich konnte nicht einfach dastehen und zuhorchen. Aber die Worte drangen eben zu mir ran. Denn das Zimmer war ja nicht zu groß gewesen, als dass man in dem Wortschwall nicht einzelne Worte hätte aufgeschnappt. Ich dachte, das war im offiziellen Teil der Tagung. Der offizielle Teil, der hat nicht sehr lange gedauert. War das im offiziellen Teil oder nicht? Weil das im Protokoll erscheint. Es war auch im offiziellen Teil, Herr Präsident. Aber der inoffizielle Teil, wenn man so will, der setzte sich wieder aus zwei Teilen zusammen. Nämlich der Anfang, wo alles ruhig gewesen ist und zu gehorchen hat. Und dann ging das Ende zu, wo die Sache durcheinander gesprochen wurde. Und wo die Ordonnanzen die ganze Zeit Cognac überreichten oder andere Getränke. Nicht, dass etwa eine alkoholische Wirkung zustande gekommen wäre. Ich will damit nur sagen, es war eine offizielle Angelegenheit, aber doch wieder keine
chefoffizielle Angelegenheit. Aber auch diese Sache wurde von dem Stenografen aufgenommen. Von dem Stenografen, jawohl. Und Sie haben anscheinend dann den Auftrag bekommen, das nicht in das offizielle Protokoll hineinzuschreiben. Jawohl, das war so gewesen. Die Stenotypistin saß neben mir und ich hatte dafür zu sorgen, dass das alles aufgenommen wird. Und Heidrich hat dann bestimmt, was in das Protokoll hineinkommen soll und was nicht. Und dann hat er es gewissermaßen noch abgeschliffen und damit war die Sache fertig. Und was über dieses wichtige Thema gesprochen wurde, daran erinnern Sie sich überhaupt nicht? Herr Präsident, wenn ich das wüsste, was das Wichtigste ist... Entschuldigen Sie, ich habe nicht gesagt, das Wichtigste. Ich sagte, ein wichtiges Thema. Herr Präsident, das Wesentliche wollte Heidrich in dem Protokoll verankert wissen, weil er die Staatssekretäre annageln wollte und im Protokoll verhaften wollte. Wie soll ich das nennen? Er hat sich gerade Hitler gegenüber eine Art Rückversicherung geschaffen, indem er die Staatssekretäre einzeln festgenagelt hat. Das soll also heißen, dass die Tötungsarten ein unwichtiges Thema war? Die Tötungsarten? Darüber sprechen wir. Das hat er nicht hineingenommen. Nein. Nein. Wurde damals über die Tötung durch Gas gesprochen? Nein, durchaus nicht. Durch Gas nicht. Sondern wie? Es war die Motorengeschichte Gegenstand der Erörterung, soweit ich mich erinnere. Es wurden die verschiedenen Arten der Lösungsmöglichkeiten besprochen. Wobei von Gauleiter Meyer und Staatssekretär Bühler der Standpunkt vertreten wurde, gewisse vorbereitende Arbeiten im Zuge der Entlösung gleich in den betreffenden Gebieten selbst durchzuführen sind, wobei jedoch eine Beunruhigung der Bevölkerung vermieden werden müsse. Können Sie sich daran erinnern? Da kann ich mir nichts anderes darunter vorstellen und das habe ich... Nicht vorstellen. Ich frage Sie weiter, wie auch der Generalstaatsanwalt Sie immer gefragt hat. Woran können Sie sich erinnern? Das war ein Wendepunkt, nicht wahr? Ich hatte vorher die vorbereitenden Arbeiten im Gebiet Lublin gesehen, wo die zwei Häuschen gemacht wurden, hermetisch abgeschlossen. Anlässlich meines... Das haben wir schon gehört. Ich will wissen, was bei dieser Tagung war. Was damals darüber gesprochen wurde. Daran können Sie sich nicht erinnern? Ich weiß nicht, was in dieser Angelegenheit besprochen wurde. Wie es heißt, an Ort und Stelle, ohne die Bevölkerung zu beunruhigen. So konnte ich mir gar nichts anderes vorstellen, als dass solche Anlagen gemeint waren, wie ich sie kurz vorher gesehen habe. Und so ging es weiter. Lange, lange Zeit. Inzwischen gruben die Bagger noch ein Loch. Wir wussten, das ist das Ende. Es wird keine Juden mehr geben. Es kommen alle hierher, um vernichtet zu werden. Nachdem ich länger in den Gaskammern gearbeitet hatte, sah ich, dass Kinder, hauptsächlich Kinder, länger am Leben blieben. Sie rutschten einfach durch die Hände der Eltern runter auf die Erde und dort atmeten sie ein ganz klein wenig Luft. Die Deutschen erschossen sie trotzdem. Und sie erlitten das Schicksal ihrer Eltern. Sie kamen auch in das große Grab. In dieser Zeit wurden noch 10 Gaskammern gebaut. Und in jede dieser Kammern gingen 1000 Menschen hinein. Ein großer Transport von 11.000 Menschen wurde innerhalb von 1 bis 2 Stunden vollkommen vernichtet. Februar 1943 kam eine Delegation von Deutschen in das Lager. Nach diesem Besuch kriegten wir Befehl, die Leichen aus den Gräbern herauszunehmen und sie zu verbrennen. Man begann in das Lager Eisenbahnschienen zu bringen. Die Eisenbahnschienen legte man auf einer Länge von 10 Metern auf viereckige Steine aus Beton. Und die Leichen, die aus den Gräbern herausgenommen wurden, warfen wir auf die Eisenbahnschienen.
Als die Eisenbahnschienen voll mit Leichen waren, zündeten wir sie ganz einfach mit einem Streichholz an. Und es fing an zu brennen wie Benzin. In einer Stunde verbrannten auf diesen Eisenbahnschienen 5000 Menschen. Es blieben davon ein paar Kilogramm Asche übrig. Die Asche verstreuten wir in die Gräber, die wir vorher geleert hatten. Wie lange hat die Konferenz gedauert? Und was geschah nach dem Ende der Konferenz? Die Konferenz war relativ kurz. Ich kann es heute zeitlich nicht mehr genau sagen. Wenn ich aber meine, dass es etwa 1 bis 1,5 Stunden gewesen sind, dann mag das ungefähr zutreffen. Vor und nachher standen die Herren selbstverständlich in Gruppen herum, diskutierten sicherlich über die Konferenz und auch anderes. Und nachher entsinne ich mich, als die Gäste abgefahren waren, dass Heydrich und Müller zusammenblieben. Ich selbst durfte auch an diesem Beisammensein teilnehmen, bekam die Erlaubnis dazu. Und hier hat nun Heydrich seine Meinung über die Konferenz in kurzen Worten dargetan. Und es ist das, was ich vorhin schon sagte. Seine Zufriedenheit war eine sichtbare gewesen. Ich erinnere mich sehr gut, es war im Winter. Da war ein Transport, den wir sofort aus den Gaskammern herausnahmen und auf die Verbrennungsanlagen legten. Das ist ein schrecklicher Augenblick, den ich jetzt erzählen werde. Obwohl wir an die Tötungen gewöhnt waren und an die verschiedenen Tötungsarten. Aber dieser Vorfall, ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, der hat uns sehr mitgenommen. Wir konnten nicht hinsehen. Eine Frau mit 2 Kindern verspätete sich, um in die Gaskammern hineinzugehen. Ich sah sie mit den 2 Kindern, 10 oder 12 Jahre alt. Den Deutschen war es sicherlich zu viel Arbeit, noch einmal die Türen zu öffnen oder sie mit einem Schuss zu töten. Man brachte die Frau und die Kinder auf dem direkten Weg zu den Verbrennungsanlagen. Der Deutsche, der sie dahin gebracht hatte, hieß Gustav. An den Verbrennungsanlagen angekommen, bat die Mutter Gustav, er solle sie zuerst erschießen. Und die Kinder baten, töte uns zuerst. Dieser Deutsche hatte etwas Mitleid mit ihnen. Und er tötete zuerst die Mutter, hinterher die Kinder. Wir warfen die Leichen auch auf die Verbrennungsanlagen. Nach einer Minute waren auch sie verbrannt. Ich habe sehr viele Vorfälle in den Verbrennungsanlagen gesehen. Schwangere Frauen mit dicken Bäuchen wurden direkt aus den Gaskammern auf die Verbrennungsanlagen geworfen. Ich wusste in dem Grab, wo ich stand, und die Leichen auf die Verbrennungsanlagen warf, befanden sich meine Mutter und meine Schwester. Am Abend sagte ich Kaddisch. Das ist alles. Weil ich wusste, dass mich am nächsten Morgen das gleiche Schicksal erwartet. Nur noch ein paar Stunden und ich würde mich auch auf den Verbrennungsanlagen befinden. So arbeitete ich ohne Hoffnung weiter. Ich hatte dort Träume. So glaubte ich, dass ein Flugzeug kommen und dort landen würde. Und ich werde dann der Welt erzählen, was sie mit den Juden im Lager Treblinka gemacht haben. Aber es war nicht so. Es kam kein Flugzeug und kein Retter. Aus dem Interview
mit Professor Dr. Robert Kempner, 1982. Von den Herren, die bei dieser Endlösungskonferenz teilgenommen haben, war nur wenig später in Verfahren verwickelt. Der Klopfer, der Vertreter von Lammers, gegen den wurde das Verfahren eingestellt. Er hat sich damit verteidigt. Ich war ja nur Zuhörer bei der Konferenz. Der Staatssekretär Stuckart vom Innenministerium, den habe ich angeklagt. Er hat ja immerhin im Zusammenhang mit dieser Konferenz dann die Judengesetze gemacht. Und es gibt einen Katalog von ungefähr 800-900 Gesetzen, die hat er nicht alle gemacht, der demnächst rauskommt. Er war an vielen von diesen Dingen beteiligt und hat dafür die gebührende Strafe von 3 Jahren bekommen. Das ist eben eine sehr traurige Feststellung. Und ich habe mich darüber ja schon vorhin geäußert. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Stuckart hatte dann, war aber doch ein mutiger Mann, denn er hat trotzdem noch für seine Pensionsansprüche gekämpft als ehemaliger Beamter, die ihm allerdings abgelehnt wurden. Die Strafen in diesen Nürnberger Prozessen und vor allen Dingen die frühzeitige Entlassung der Verurteilten in den 50er Jahren hatten natürlich einen sehr schlechten Einfluss auf die deutsche Justiz. Was sagt ein deutscher Staatsanwalt? Was sagt ein deutsches Gericht? Was sagen die Verteidiger? Da kommen Leute aus diesem Kreise als Zeugen. Ich habe das selbst erlebt. Die ganze Sache dirigiert haben, zum Beispiel in Ungarn. In Nürnberg 20 Jahre, jetzt in Freiheit. Und die Angeklagten, die Kleineren, in Anführungsstrichen, berufen sich darauf, was ist eigentlich mit mir? Der läuft ja frei herum und sagt mir noch in der Pause, es ist gut, dass ich in Nürnberg abgeurteilt worden bin. Ich weiß gar nicht, was mir sonst heute passieren würde. Wodurch sind sie freigekommen? Es gab in den 50er Jahren eine unerhört starke Lobby von Kriegsverbrechern und ihren Sympathisanten. Und die Leute haben Himmel und Hölle in Bewegung gesetzt und geradezu ein Gnadenfieber zustande gebracht. Und im Laufe dieses Gnadenfiebers sind alle, jetzt sitzt der Hess noch, sind alle entlassen worden. Und das hat psychologisch natürlich einen starken Einfluss auf die deutsche Justiz, denn die irrationalen Kräfte spielen doch bei einer Urteilsfällung auch eine große Rolle. Das hat sich beim Auschwitz-Prozess vor Jahren gezeigt und letztendlich wieder bei dem Majdanek-Prozess und auch beim Prozess gegen den Mann, der so als Eichmann von Belgien bezeichnet worden war, ein Prozess, der in Kiel stattgefunden hat. Asche heißt ja wohl. Aber das sind nun mal die Folgen gewisser politischer Vorgänge. Vor der Begnadigung wurden die Staatsanwälte und die Richter gar nicht gefragt. Das waren politische Aktivitäten und da waren einige Leute besonders aktiv, Sympathisanten. Man wird darüber vielleicht noch in einigen Jahren etwas Genaueres hören. Was ist nun die Lehre von all diesen Prozessen? Auch von dem Prozess Endlösung. Die Lehre ist, dass viele und besonders die jungen Generationen daraus lernen müssen. Immer wieder klar gemacht werden,
was stattgefunden hat und dass das nicht stattfinden darf. Und der notwendige Kampf gegen Erscheinungen, die weiter Sympathisanten der Verbrecher von Nürnberg sind. Die notwendigen Schritte müssen da etwas energischer noch getan werden, als sie getan werden. Das Wichtigste ist, was wir nicht vergessen sollen, dass auch der Endlösungsprozess und die Nürnberger Prozesse eine unerhörte Wirkung hatten. Denken Sie daran, heute wird das Wort Menschenrechte großgeschrieben. Früher hat niemand davon gesprochen. Im Bonner Grundgesetz sind die Angriffskriege verboten. Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind verboten. Es gibt die Straßburger Konvention. Es gibt die Konvention gegen Völkermord. Heute gebraucht jeder diese Ausdrücke. Niemand will ein Aggressor sein. Man macht das heute anders. Eine Wiedergutmachung hätte es nie gegeben ohne die Nürnberger Prozesse. Da konnte festgestellt werden, was alles stattgefunden hat. Aber das Wichtigste ist natürlich, und da sind wir noch sehr zurück, dass eben ein internationaler Strafgerichtshof, dass der geschaffen werden muss. Haag genügt nicht, der Haager Gerichtshof. Diese Verbrechen, Völkermord und so weiter, dafür muss ein internationaler Strafgerichtshof geschaffen worden mit einer Exekutive, wo Leute hingeschickt werden können. Die Personen und ihre Sprecher waren Dr. Kempner, Ernst Schröder. Sprecher 1, Rudolf Jürgen Bartsch. Sprecher 2, Raul Wolfgang Schnell. Heidrich, Friedhelm Tock. Stuckart, Christian Brückner. Neumann, Christian Brode. Leibbrand, Klaus Nägelen. Klopfer, Helmut Wild. Hofmann, Joachim Pukas. Müller, Gerd Holtenau. Eichmann, Peter Matitsch.